Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Wir sind immer noch hier, aber ich habe mir jetzt mal so gedacht, ich mach mal vorher vielleicht Skillen und kann dadurch eventuell die eine oder andere Möglichkeit finden, irgendwie vielleicht besser anzugreifen. So, Blutrausch. Was habe ich denn da? Ausdauer. Okay, leise Füße. Das war ja nichts. Beim Angriffsding habe ich ja schon alles gut, ne? Die Dinger hier bringen nichts. Fügt taumelnde Gegner. Kann ich eventuell irgendwann mal auch machen, ja. Ich mache jetzt mal das hier. Infiltrator, da gibt es nichts Besseres, ne? Das in der Mitte war scheiße, genau. So, hat eine Chance von 50% einen Teil der gegnerischen Ausdauer zu absorbieren. Mach ich mal. Verfügerer ist das. Geisterlauf ist dieses Teleportieren gewesen. Genau, Taschendieb. Ich mache erstmal das hier. Und dann mache ich das Top-Ding. Verursachen 50% mehr Schaden. So, ich habe keine Punkte mehr. Ja. Das ist super. Ja. Verursachen 50% mehr Schaden, wenn ich schleiche. Okay. Mit Rage. Wirkt euch kurzfristig leiser. So, damit mache ich noch mehr Schaden. So. So. Irgendwie konnte ich versteckt bleiben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das geschafft habe. Okay. Gut. Okay, dann hier nochmal die Spinne. Und ja, er wieder. So. Oh oh. Ja. So. Aber zum Glück habe ich ja so ein Brot. Ich brauche dringend demnächst wieder Essen. Glaube ich. Dringend. Hier findet man ja auch nichts, ne? Das sind ja alles Roboter. Die essen ja auch nichts. Ich glaube, ich muss niesen. War auch der Fall. Aber war gut, weil ich muss mich eh heilen. Von daher ist auch das nicht so schlimm. So, was sehe ich hier? Spinnen und so eine Rolle. Ich sehe auch da eine Rolle. Oh, hä? Das ist natürlich jetzt wieder eher schlecht. Ich könnte mit dem versuchen, hier mitzuarbeiten. Natürlich bewegt er sich in exakt dem beschissenen Moment. Es ist manchmal unfassbar, wirklich. Wie selten unfair das Spiel sein kann. So. So. Und jetzt drauf, sage ich drauf.
Natürlich jetzt die Spinne. Was soll die Kacke jetzt? So. Und heilen, und heilen, und heilen lassen. Heilen lassen und dann diese Spinnen da angreifen. Das Ding ist, diese rollenden Dinger sind gar nicht so schlimm, wenn sie nicht diese scheiß Sprintangriffe machen. Das ist es, was die so schlimm macht. Im ganz normalen Nahkampf sind die Dinger so einfach zu knacken wie ein kaputter Kiefer. Das Problem ist, danach halt ja nicht. So, was haben wir hier? Oh, ein geräumiger Rucksack. Bringt der mehr als das, was ich jetzt habe? Ihr habt doch, glaube ich, einen Rucksack, oder? Da. Oh! Alter! Das hat das einfach vervierfacht und hier ist ein magisches Symbol. Geil. Gut. Okay. Das war nicht schlecht. Da ist wieder so ein Zenturium, die ja nicht so dramatisch sind, weil die ja so langsam sind. Wie wir festgestellt haben, was der große, große, große Vorteil ist. So, und da ich ihn jetzt hier schon sehe, okay, gegen ihn verwende ich meine besten Pfeile. sorry, wenn ich immer wieder huste. Die Aeterna-Pfeile. Habe ich 50 Stück von, das ist nicht so schlimm. So. Ihn zu treffen ist halt auch nicht das große Problem, ne? So, Alter, nur mit Bogen? Alter, wir haben den nur mit Bogen gefickt. Nur per Bogen. Oh. Also Bögen können schon nett sein. Willst du mich vollkommen verarschen? So, jetzt hast du aber. Jetzt hast du aber gelitten. Ah ja. Also, sorry, diese, also die Zenturien sind weniger gefährlich, als man denkt, weil sie sind halt so lahmarschig. Wie viele Pfeile habe ich gebraucht? Keine 10, oder? Alter Dynamo. Mit. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Okay. Oh, da ist noch ein Trank. Den habe ich gar nicht gesehen. Der Stärketrank. Eine Eispranke. Alter, hier? Geil. Habe ich eigentlich. Ich habe nach dem Essen erst das Ding. Okay, 469 dementsprechend jetzt. Das ist gut. Dementsprechend heißt es, dass wir auch hier lang müssen. Und hier scheint der nächste Raumteil zu sein. Die Maschinenräume. Puh. Habe ich hier. Man sieht durch das Licht relativ wenig. Das ist ein bisschen blöd gerade. Ich höre etwas schon mal. Oh. Wieder so eine Rolle.
So eine Prinzenrolle. Okay. Wow, 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 wow. Oh, ah, das ist ja noch so eine Spinne. Das war eher wirklich komplett dumm, dieser Schrei in dem Falle. Ey! Okay, darauf habe ich auch gerade weniger Lust. Es bringt nichts. So. 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 Ja, ich weiß, die Spinne, aber die dürfte jetzt. Alter, wieso ist die wieder so stark? Manchmal sind diese Gegner plötzlich, derselbe Gegner ist plötzlich stark. Das verstehe ich auch bei diesem Spiel nicht. Das hatten wir doch letztens schon mal mit diesen, mit dem Troll. Alter, mit dem Troll. Das hat mich einfach so übelst abgefuckt. Dass der einfach, der war von einem Mal aufs andere Mal plötzlich ein Übergegner. Das war Holla die Waldfee. Was war denn mit dem los, ne, so? Hier kannst du nicht flüchten. Tja. So. Boom. Ich mag Bögen manchmal schon. Muss ich einfach mal eingestehen. Die können wirklich durchaus ihre Praktikabilität haben und ich denke auch im normalen Skyrim werde ich sie irgendwann einsetzen, wenn ich meine Zweitfähigkeiten natürlich voll ausgebaut habe. Das ist immer die höhere Instanz, die höhere Präferenz, ganz, ganz klar. Zweienkampf ist für mich das Höchste in Rollenspielen allgemein, also in so klassischen. Und in Skyrim oder Elder Scrolls sowieso immer. In diesen sehr modernen Settings, da sind Schusswaffen meistens. So, also Kristallmünzen. Achso, Enter. Den Rest muss ich nicht mitnehmen. Da ist wieder. Oh, da ist so ein Ding. Ich sollte auch mal. Aber jetzt habe ich einen Wein mitgenommen. Das war natürlich nicht so sinnvoll. Weiter essen. Ich habe noch 8 Brote. Nutze sie weise. Wann war? Nutze sie weise. Okay, wie mache ich. Alter, hier sind 3. Hier sind 3, hier sind 3, hier sind 3. Das wird schwer. Ich habe irgendwie eine Idee, dass ich das diesmal mit so ein Ding machen könnte. Schlammelementar. Totenhauch. Eiselementar. Ein Eiselementar vielleicht. Ja, ich glaube, ich nehme den Schlammelementar. Sobald ich mal volle Gesundheit habe, probiere ich das mal aus. Es sind ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Was? Ist zu klein der Raum vielleicht? Ah ja, okay. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Oh mein Gott, was war dumm. Das war dumm. Wieso habe ich gespeichert? Wieso war ich so ein dummer Idiot, dass ich gespeichert habe? Nein.
komm, das war meine eigene Dummheit. Scheiße. Alles mache ich gerade falsch. Alles. Pures Glück, dass ich nur von dem einen verfolgt werde. Wirklich, das, also. Das habe ich verdient. Wieso habe ich gespeichert gerade eben in dem Moment? Das war richtig dumm. Es ist so, ich glaube, da bin ich geschädigt von Far Cry-Zeiten, Far Cry 2 immer. Wo es nie schlimm ist, zu speichern zwischendurch. Selbst wenn du wenig Gesundheit hast und gerade irgendwie eine Kugel auf dich zufliegt. Aber hier, in manchen Situationen, ist es halt echt dumm. Ich kann mich zwar immer retten, ich habe noch so Nottränke ja hier, die ich ja nicht nutzen will eigentlich. Aber das war arg, arg dumm. Muss man einfach mal so eingestehen. So. Na, hey! Das ist eine Sackgasse, mein Freund! So! Eine Sackgasse, sage ich! So, und jetzt mit stärkeren Schlägen wird es mir nichts machen können. Puh. Und ich habe die drei Dinger hier gesnackt. So, das haben wir auch. Hier sind Stühle. Was ist das hier? Eieieiei. Hört ja aber nicht vertrauenswürdig aus. Boah. Zur Hölle. Es sieht mir ja fast aus wie so eine Art Point of No Return. Ich will erst wissen, was da unten ist. Was da so brennt. Ist das nur der Schein vom Kronleuchter? Okay, speichere mal. Oh mein Gott. Kennt ihr diese Momente? Große Halle. Imposantes Aussehen. Das bedeutet Endkampf. Und das bedeutet bis zur nächsten Folge. Tschüss.